Ein Traum von Freiheit und Einsamkeit. Ein Traum von Wildnis und Weite. Von Weite, die schier unendlich ist. All diese Berge gehören zum Jagdgebiet. Es erstreckt sich so weit das Auge reicht. Es ist herrlich hier. Es ist eine der größten Traplines. Das ist eine Marderspur. Er kam von dort und ist in diese Richtung weitergegangen. Das sind immer zwei und zwei Spuren zusammen. Das ist einfach zu erkennen. Von der Größe der Spuren her würde ich sagen, ist es ein männliches Tier. Es ist vermutlich am frühen Morgen hier durchgekommen. Frank Müller ist Trapper, Fallensteller. Es sind vor allem Marder, auch Zobel genannt, die ihm in die Falle gehen. Ein guter Fang. Franks Jagdgebiet, seine Trapline, liegt im Yukon-Territorium. Die Pelze aus dem äußersten Nordwesten Kanadas sind in aller Welt begehrt. Am dichtesten ist das Fell im Winter. 8 Monate dauert er im Yukon. Dann ist es kalt, eisig kalt. Die Temperaturen sinken bis auf 50 Grad unter Null. Nach der Rückkehr in seine Trapperhütte hängt Frank Müller die Tiere in den Vorraum. Dort bleiben sie tiefgefroren, bis er ihnen später das Fell über die Ohren zieht. Frank hat das Lockmittel aufgebraucht, das er für seine Fallen benötigt. Kilometerweit riechen die Tiere den Duft von Franks Mixtur. Biberextrakt, Fisch und Innereien sind nur einige der Zutaten, aus denen er die übel riechende Paste mischt. Wie jeder Trapper, so hat auch Frank sein ganz spezielles Rezept. Die Wintertage sind kurz am Yukon. Manchmal gibt es nur 3 Stunden Tageslicht. Im Februar ist es schon um 7:30 hell. Morgendliche Verrichtungen. Der Auslauf des Sees vor Franks Hütte ist nicht zugefroren. Dort kann er Wasser holen und muss so nicht jeden Tag mühselig Schnee auftauen. Heute wird Frank seine Trapline verlassen und nach Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon-Gebiets, fliegen. Die Wartezeit bis zur Ankunft des Flugzeugs vertreibt er sich mit kleineren Arbeiten an der Hütte. Die Schneefälle der vergangenen Tage und ein Sturm haben dem Schornstein zugesetzt.
Das Flugzeug ist Franks einzige Verbindung zur Außenwelt. Die nächste Stadt ist 150 Kilometer entfernt. Besonders im Winter ist die Landung auf dem zugefrorenen See gefährlich, vor allem wegen des berüchtigten Overflow. Auf der dicken Eisdecke kann sich Schmelzwasser sammeln, das wiederum von einer dünnen Schneeschicht bedeckt ist. Darin kann das kleine Flugzeug versacken. Und dann dauert es Stunden, um es bei eisiger Kälte wieder flott zu machen. Hallo, Engel. Sehr schön. Nehmen wir die hier mit raus? Ja, die nehme ich mit raus. Wie war dein Flug? Nicht schlecht. Etwas Nebel in der Stadt heute Morgen. Overflow, widrige Winde, Wolken und Nebel. Man weiß nie, ob die kleine Maschine wirklich an der Trapline ankommt. Whitehorse, die Hauptstadt des Yukon. Zwei Drittel der 30.000 Bewohner des Gebietes, das so groß wie Deutschland ist, leben hier. Das Fallenstellen gilt in Kanada als eine Art kulturelles Erbe. Schließlich wurde das Land von Trappern erkundet und im Auftrag der großen Pelzhandelsfirmen in Besitz genommen. Bei der Trappers Association, einer staatlich geförderten Vereinigung, können die Trapper ihre Felle abliefern. Hello, Carmen. Hi, Frank. How are you? Hey, nice to see you again. Good to see you. Ich habe ein paar Felle mitgebracht. Was haben wir denn hier? Ein paar Luchse. Hast du deine Trapper-Lizenz dabei? Ja. Ohne Lizenz darf keiner eine Falle aufstellen. Willst du einen Vorschuss? Jetzt nicht. Eine Zeit lang reicht es noch. Was denkst du? Schöne Felle, nicht? Sieht so aus, als hättest du einen guten Fang. Gute Größe, gute Form. Die sehen wirklich sehr gut aus. Nur wer einen Kurs bei einem erfahrenen Trapper absolviert hat, bekommt die Lizenz. Hältst du wieder einen Trapperkurs? Ja, ich zeige das heute, die Fallen und die Felle. Diese Woche bin ich noch beschäftigt, aber nächste Woche gehe ich wieder raus. Die Zahl der Trapper nahm stetig ab. Um den Beruf attraktiver zu machen, hat die Regierung vor 2 Jahren erlaubt, Touristen mit auf die Trapline zu nehmen. Ich heiße George Derbyshire. Ich stelle seit über 30 Jahren am Yukon Fallen. Jetzt wollen wieder mehr einheimische Fallensteller werden, weil sie sich ein Zubrot durch den Tourismus erhoffen. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Wenn die zuschnappt, bricht ihr euch den Arm. And this is going to spring. Steve Cooper ist Gerbermeister. Ihm geht es um das Leder. Nach 8 Stunden schläft man gut. Kaum zu glauben, dass das früher reine Frauenarbeit war. All through the old days. Das Gerben ist bei mir Handarbeit. Nur ein paar Chemikalien, um die Haut in Leder zu verwandeln. Steve Cooper gerbt vor allem die Felle der Tiere, die in der Jagdsaison geschossen wurden. Karibus, Elche, Hirsche.
That's good. So ist es gut. Solange es rohe Haut ist, lässt sie keine Luft durch. Frank Müller bringt zwei Biberfelle zum Gerben. Er verkauft sie an Privatleute, die sie sich an die Wand hängen wollen. Nice and big, this one. Yeah. And you did a beautiful job. Das hast du gut gemacht. Sauber, schön gestreckt, ein Nagel alle paar Zentimeter schön. Ja, das ist ein schönes Fell. Aber das andere mag ich auch. The skin is good. Es gibt manche, die lernen das nie. Die wollen das nicht lernen. Es ist einfach, eine Treppleine zu bekommen, aber ein guter Trapper zu sein, ist eine große Aufgabe. Wie bei jedem Geschäft dauert es eine Weile, bis man es gelernt hat. Skill or any trade, it takes a long time to learn to do it. It should be all right, huh? Very nice. Yeah, I'll tan those for you. Ich gerbe die für dich. 3 weeks. 3 Wochen? No, I won't work too hard. Okay, see you. Dann komme ich in 3 Wochen. Okay, bye, Steve. Good, Frank. See you. Good traffic. Guten Fang. Das Weiten der Haut ist ebenfalls Hand- oder besser Fußarbeit. Das Leder wird dünner und größer. Der Preis steigt. Im Garten hat Steve Cooper ein Tipi, ein Indianerzelt, aufgestellt. Hier räuchert er die Tierhäute über der Glut. Ich mache das Feuer aus und hänge dann die Haut darüber. Die alte Bezeichnung Rauchwaren für Pelze hat in dieser Technik ihren Ursprung. Ich verschließe das, damit der Rauch drin bleibt. So geht er in die Haut. Das Innere wird braun. Wunderbar braun. Waschbar und haltbar. Inside of the skin becomes brown. Beautiful brown. Washable. Wie wenn man ein Würstchen räuchert oder Fisch. Aber es hält länger. Smoking your sausage. Smoking your fish. But it lasts longer than fish and sausage. Flammen sind schlecht. Flammen verbrennen alles. Nach 2 Tagen in der Hauptstadt kehrt Frank Müller in sein Jagdgebiet zurück. Erst in einigen Wochen wird ihn der Buschpilot wieder abholen. Frank ist wieder allein in der Wildnis. Aber auch das freie Trapperleben hat seine Regeln. Alle 5 Tage, so schreibt es das Gesetz vor, muss ein Trapper die Fallen kontrollieren. Deshalb fährt Frank direkt nach der Rückkehr den Weg mit den Fallen ab. Die ersten Fangkästen sind leer, wie so oft in den vergangenen Jahren. Dann hat Frank doch noch Trapperglück. Rund 200 Tiere fängt er in einer guten Saison. Sorgen um den Bestand muss er sich nicht machen. In seinen Jagdgründen darf außer ihm niemand Pelztiere erlegen. Und das Gebiet ist riesig. Wenn die Trapline so groß wie ein Fußballplatz wäre, so würde er es gerade einmal schaffen, im Mittelkreis Fallen aufzustellen.
Von Oktober bis März streift der Trapper durch seine Jagdgründe. Es sind meistens Zobel, die er fängt, seltener einmal ein Vielfraß, Biber oder Luchs. Die stinkende Paste lockt die Tiere an, dann wittern sie den Fleischköder und gehen in die Falle. Frank verwendet moderne Fangeisen, in denen die Tiere möglichst schnell verenden. Es scheint so, dass es wieder mehr Marder gibt als im letzten Jahr. Das ist ein gutes Zeichen. Das Wetter spielt auch eine Rolle. Wenn das Wetter schlecht ist, fängt man nicht viel, weil sie dann nicht aus ihrem Bau kommen. Eine Trapper-Lizenz alleine berechtigt noch nicht zum Pelztierfang. Jeder Trapper braucht eine eigene Trapline. Und nur rund 350 gibt es davon am Yukon. 70% sind für Indianer reserviert. Nur die restlichen 30% werden von der Regierung ausgeschrieben oder von Pächtern weiterverkauft. Frank hat lange gewartet, bis seine Chance kam. Für seine Trapline musste er 30.000 Euro hinblättern, inklusive Hütte und Schneemobilen. Eine Industriehalle in Seattle. Hier beginnt am nächsten Morgen eine der großen Fellauktionen. Was die Trapper in ihren Fallen gefangen haben, wurde von Aufkäufern hierher gebracht. Auch die Felle aus dem Yukon sind schon angekommen. Die Händler aus aller Welt begutachten, was sie morgen ersteigern wollen. Einer von ihnen ist Herbert Würker aus Frankfurt am Main. Er hat ein Bund Zobel aus dem Yukon unter den Fingern. Im zaristischen Russland war der Zobel so begehrt, dass er als Zahlungsmittel galt. Bis heute ist er einer der wertvollsten Pelze. Die Mindestgebote liegen fest. Jetzt prüft der Pelzhändler, ob die Ware das Geld wert ist. N59. Die sind sehr schwer, sehr gut in der Qualität und sind sehr schön in der Größe und sind dementsprechend wahrscheinlich hoch gepreist. Ja? Gehen hauptsächlich für Besatz. Bis in die 80er Jahre war Europa der wichtigste Abnehmer von Pelzen. Die Anti-Pelz-Kampagnen der Tierschützer bewirkten ein Umdenken. Die modischen Ideale änderten sich. Weltweit brachen die Umsätze drastisch ein. Nun beleben neue Kunden aus Fernost den Markt. Schon jetzt ist China nach Russland der größte Pelzimporteur. Seine Vorräte kühlt Frank Müller unter einer Fußbodenklappe. Einen anderen Teil verbirgt er auf einem Hochstand, seit vor ein paar Jahren ein Grizzlybär auf der Suche nach Nahrung eingebrochen ist und alles komplett verwüstet hat. Früher aßen die Trapper während der Wintermonate lediglich das Fleisch der Tiere, die sie in den Fallen hatten. Heutzutage ist die Ernährung nicht mehr so einseitig. Frank lässt seine Verpflegung und was er sonst noch braucht, einfliegen. Vor 8 Jahren hat er die Trapline gekauft. Noch längst kennt er nicht alle Wege, die sein Vorgänger angelegt hat. Ich werde Richtung Süden gehen. Da sind noch 45 Kilometer Weg.
Luftlinie sind es ungefähr 35 Kilometer vom Hauptcamp. Es gibt da einige Seitenwege, die ich noch nicht gefunden habe. Es wird schwierig im tiefen Schnee. Es gibt dort eine Hütte. Bis dorthin will ich bis heute Abend kommen. There should be a cabin, so I will try to make it to the cabin tonight. Yeah. Frank nimmt alles mit, was er braucht, um in der Wildnis zu überleben. Dass das wirkliche Trapperleben etwas anderes ist als die Träume eines kleinen Jungen, hat er spätestens verstanden, als ihn einmal ein Elch angriff und er kein Gewehr dabei hatte. Stundenlang musste er auf einem Baum ausharren, bis er sich heruntertrauen konnte. Aufbruch ins Ungewisse. In Seattle hat an diesem Morgen die große Fellauktion begonnen. Herbert Würker, der deutsche Fellhändler, hat es auf die kanadischen Zobel abgesehen, die er am Vorabend geprüft und für gut befunden hat. Das ist heftig. Die gewünschte Ware wird viel teurer gehandelt, als Herbert Würker es erwartet hat. No. Out. That's it. That's the price. So sind die Preise jetzt. Da kann man nichts machen. What can I do? Ich bring dich um. Ich brauche sie. Diesmal brauche ich alle. Der Pelzhändler geht aufs Ganze. Das ist teuer. He's right. Ich weiß, er hat recht. 50, 100, 200, 300. Ich brauche mehr, viel mehr. Doppelt so viel. Much more. Bei dem Zobel sieht es so aus, dass wir jetzt eine Preissteigerung gegenüber vom letzten Jahr von ca. 20-25% haben. Für den weiterverarbeitenden Markt und für den Markt in China, der dann wieder weiterverkauft, ist das natürlich schon einiges. Champagne, ein Nest am Alaska Highway. Unter der Woche ist das Dorfvieh ausgestorben. Die Jungen arbeiten oder studieren in den Städten. Die Alten gehen zum Fallenstellen. Die Bewohner gehören zu den kanadischen Ureinwohnern. Die Aishik sind eines von über 20 Indianervölkern, die am Yukon überlebt haben. Alex Van Bibber ist in den Wäldern aufgewachsen. Schon als Kind ging er mit seinem Großvater auf die Trapline. Damals fuhr man noch mit dem Hundeschlitten. Das ist ein schöner Coyote. Davon gibt es hier viele. Zum Fang von Kojoten und Wölfen werden Schlingen verwendet, in denen sich die Tiere strangulieren. Das ist grausam, aber immer noch besser als die Tellereisen, die man früher benutzte. Sie schnappten nur am Fuß zu. Entweder verhungerten dann die Tiere oder sie bissen sich den gefangenen Fuß ab und verbluteten.
Damit die Tiere in die Fallen entlang der Schneemobilpiste gehen, hat Alex einen Trick. Das ist ein Stück Biber. Ich ziehe es hinter mir her, dann folgen mir alle Tiere. Die nächste Falle. Ein Luchs. Es ist das erste Mal seit längerem, dass Alex eines der prächtigen Tiere gefangen hat. Wenn die Zahl der Hasen sinkt, das passiert etwa alle 10 Jahre, dann verschwinden auch die Luchse. Denn die Hauptnahrung der Luchse sind Hasen. Rabbits go on a low cycle, die off, where the link kind of disappears. Aber jetzt sind wieder mehr Hasen da, dann werden auch die Luchse zurückkommen. So when the rabbits come back, the link will come back. Bevor Trapper Frank einen Weg mit dem Schneemobil fahren kann, geht er ihn mehrmals zu Fuß ab und tritt den Schnee platt. Außerdem erneuert er die Markierungen an den Bäumen, die ihm im nächsten Winter wieder zeigen, wo es lang geht. Da vorne, ein großer Elch. Ich habe schon einen im Herbst geschossen. Einer ist genug. Das ist eine Menge Fleisch. Diesen beobachte ich nur. Bis zum Herbst. Elche dürfen nur während weniger Wochen im Herbst gejagt werden. Auch die Zeiten für das Fallenstellen sind beschränkt. Nur in den Wintermonaten ist es erlaubt. Weil Tierschutzorganisationen großen Druck auf die Pelzindustrie ausüben, wurden neue Fallen entwickelt, um die Qualen der Tiere so gering wie möglich zu halten. Ab dem Jahr 2006 dürfen nur noch neu entwickelte Fallen verwendet werden, die die Tiere sofort töten. Lediglich die Wahl des Köders bleibt jedem Trapper selbst überlassen. Frank schwört auf Elchfleisch. It's really important, you have a good box. Es ist sehr wichtig, eine gute Box zu haben. Sie darf nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein, sodass die Falle genau hineinpasst und der Marder nicht über die Falle hinweg oder seitlich hinein kann. So hat man einen sauberen Fang und einen sauberen Tod. Am Ende kommt das Lockmittel zum Einsatz. Die stinkende Paste, die Frank selbst angerührt und dann noch ein wenig angedickt hat. Trotz seiner 87 Jahre fährt Alex Van Bibber Woche für Woche auf seine Trapline. Er kann seine Hütte von zu Hause aus bequem mit dem Schneemobil erreichen. Der Beamte der Wildbehörde ist den weiten Weg in die Berge gekommen. Alle Trapper werden von Zeit zu Zeit kontrolliert, ob ihre Fallen in Ordnung sind. Hast du einen Verschluss an der Schlinge? Ich will es nur eben überprüfen, um sicher zu sein. Dann tötet sie schneller. Und hast du auch Marder? Ich habe einige Kadaver aufbewahrt. Die nehme ich mit für unsere Biologen. Ich lasse dich wissen, was sie herausfinden. In den Labors der Wildbehörde wird untersucht, wie sich Nahrung und Fruchtbarkeit der Tiere verändert haben. Die Trapper sind die einzigen, die lange Zeit in der Wildnis verbringen und die Veränderungen in der Tierwelt beobachten. Deshalb sind ihre Informationen wichtig für die Wildbehörde. Ja.
In einer Fabrikhalle im Schwäbischen werden Felle zu Pelz veredelt. Zunächst wird die Lederseite eingefettet, damit das Material geschmeidig wird und sich besser bearbeiten lässt. Danach werden die Felle durchgewalkt. Auf der Zurichtbank schneiden Arbeiter das Leder wie vor Jahrhunderten in Handarbeit dünn. Manche Felle werden dann geschoren und gerupft, damit der Pelz leichter fällt. Andere kommen ins Farbbad. Ein beißender Geruch hängt in der Luft. Der Prozess ist arbeits- und lohnintensiv. Deshalb sind die meisten Veredelungsbetriebe inzwischen nach Osteuropa oder Asien abgewandert. Dieser Betrieb ist der letzte in Deutschland. Es ist nicht schwarz, nicht braun, nicht grau. Immer ausgesuchte Ware. Die Veredelungsbetriebe schicken die Pelze in die gekühlten Lagerhallen der Händler oder direkt auf die großen Pelzmessen in Mailand, Hongkong und Frankfurt am Main. Dort, auf der Fur and Fashion, bietet der Pelzhändler Herbert Würker an, was er auf der Auktion in Seattle ersteigert hat und was dann veredelt wurde. Sie können also auch auf der Unterseite, auf der Wamme, ziemlich nach oben gehen. Ehrlich gesagt sind mir die etwas zu dunkel. Ich hätte sie gern so ein bisschen Honig, Gold, etwas heller, aber naturell müssen sie sein. Naturell, gut. Da haben wir hier was Ausgezeichnetes, also wirklich 1A. Das möchte ich Ihnen mal zeigen. Das ist wirklich, das sind Zobel, die kommen aus dem äußersten Norden Kanadas, zeichnen sich dadurch aus, dass sie also wunderschön in der Qualität sind, gedrungen. Und besonders natürlich, was die Größe angeht. Und ich glaube, die Farbe ist genau das, was Sie suchen. Ja, naja, die sind schon sehr schön. Und, die sind trotz der Größe sind die auch nicht schwer. Also, nein, kann man nicht sagen. Nein. Ja, also Herr Burkhardt, die finde ich gut. Mhm. Die werden wir dann, können Sie aufschreiben sozusagen. Okay, ja. Prima. Ein Bund kanadischer Zobel kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Am Yukon hat leichtes Schneetreiben eingesetzt. Trapper Frank kommt nur schwer voran. Keine Hütte weit und breit. Doch nun bricht die Dunkelheit herein. Ich werde hier draußen übernachten müssen. Es ist zu spät geworden. Für sein Biwak schlägt der Trapper zunächst einige Tannenzweige und legt sie als Schutz gegen die Kälte auf dem Boden aus. Darüber kommt eine Plastikplane, damit keine Nässe durchdringt. Dann hebt Frank ein Loch für die Feuerstelle aus. Als er ein Junge war, las er zum ersten Mal die Romane Jack Londons, Lockruf des Goldes, Lockruf der Wildnis, die hier am Yukon spielen. Seitdem wollte er Trapper werden.
Als er viele Jahre später endlich nach Kanada ausgewandert war, machte er jedoch erst einmal weiter wie in seiner deutschen Heimat und arbeitete in ganz normalen Berufen, als Fleischer, Wirt und in der Fischzucht. Doch seinen Traum verlor er nicht aus den Augen. Nowadays it's not the it's no money anymore in it. Heutzutage lässt sich damit kein Geld mehr verdienen. Es ist eher ein Lebensstil, hinauszugehen. Einer, der viel Geld kostet. Und es ist harte Arbeit, draußen in der Wildnis. Wenn man es wegen des Geldes machte, würde es sich nicht rechnen. Aber wenn ich draußen bin, genieße ich es. Und solange es die Kosten deckt, ist es das wert. Frank ist am Ziel seiner Träume angekommen. Und in der Wirklichkeit. Eisige Kälte, stundenlange Märsche, karges Lager. Und am Ende der Saison kaum Geld genug, um das Frühjahr zu überstehen. In der Berliner Werkstatt von Kürschner Olaf Fechner. So, schauen Sie mal bitte, der Probestreifen ist jetzt fertig. Haben wir genauso gemacht, wie das Muster gedacht war. Und jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt im Modell umsetzen. In wenigen Wochen ist eine große Pelzmodenschau. Die Designerin macht einen Entwurf für eine Jacke aus Waschbärenfell. Der Pelz wird auseinandergeschnitten und dann neu zusammengenäht. Wenn man den Unterschied sieht zwischen dem naturbelassenen Fell und dem auseinandergeschnittenen, das sieht ja aus, als ob wir eine Katzenwirkung erzeugen, durch diese Punkte, die jetzt entstehen. Und dann sieht es nachher von der Lederseite so aus. Und das wird nachher eine sehr interessante Wirkung, als wenn eine Jacke ergeben. Omas Zobel ist in der Pelzmode schon lange passé. So. Die Pelze sind heute leichter geworden, wie unsere alltägliche Bekleidung auch. Es wird sehr viel gefärbt, es wird geschoren, es wird gerupft. Wir wenden sehr viel. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten. Am Yukon ist Frank Müller wieder in seine Hütte zurückgekehrt. Jetzt zieht er den Zobeln, die er zuvor aufgetaut hat, das Fell über die Ohren. Kein Problem für Frank, schließlich ist er gelernter Metzger. Das zähe Marderfleisch wirft er weg. Das Trapperleben ist einfach. Pelz hingegen ist ein Luxusartikel. Ein Widerspruch, mit dem Frank leben muss. Ich hätte es lieber, wenn die Felle wie früher benutzt würden, als die Leute sie noch wirklich nötig hatten. Für einen großen Mantel, einen Hut, eine Mütze. Das wäre besser. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich kaum Pelztiere fangen und die Felle für mich behalten. Ich wäre einfach hier draußen und könnte die Natur genießen. Aber Marder und andere Tiere zu fangen, das gehört zum Lebensstil. Sonst könnte ich auch nicht hier draußen sein. Ein Tag gleich dem anderen auf der Trapline. Da verliert man schnell das Zeitgefühl. Es gibt kein Fernsehen, kein Radio, nur ein Funkgerät für den Notfall. Jeder Trapper ist auf sich allein gestellt.
Aber gerade das macht den Reiz des Lebens in der Wildnis aus. Er geht mit. Und hier haben Sie die Schleife gemacht, das weiß ich nicht, bei dem Kunststück hier. Pelzmodenschau des deutschen Kirschnerhandwerks. Okay. Da gibt es den, der spricht und der beginnt. Hinter den Kulissen legt Olaf Fechner letzte Hand an. Pass auf, dass der Kragen schön lose bleibt. Er soll so ein bisschen, der soll wirklich auch nachher so ein bisschen durcheinander aussehen hier oben. So. Okay. Und die nächste. Frank Müller geht weiter. Immer aufs Neue dem Traum von der großen Trapperfreiheit entgegen.